Moin und herzlich willkommen zum Stream. Wir spielen heute WW2 Rebuilder. Das ist ein Simulator, in dem es darum geht, Städte wieder aufzubauen, die im Zweiten Weltkrieg zerstört worden sind. Gestern ist dazu eine Demo rausgekommen und ich würde sagen, die gucken wir uns einfach mal an. Okay, also Westdeutschland und Frankreich scheinen noch gesperrt zu sein. Dann fangen wir in United Kingdom an. In Bybury. Das ist das Tutorial, so wie es aussieht. My big brother, Gilbert, died at, as Churchill called it, the British Empire's finest hour. He was a Spitfire's pilot during the Battle of Britain. This sky-high fight, which lasted for months, seemed to herald the end of the kingdom. Our victory only limited the scale of German air raids, which were carried out only at night during the Blitz. The number of those killed was in the tens of thousands. From July of 1940 to June 1941, the possibility of bombing our home was part of the life of every citizen. And yet, a few years later, British troops took part in the campaign that finally liberated Europe from the Nazis. At the time, I was too young to enlist. The war took my brother from me, and I was refused to avenge him. However, I think history has imposed on me another duty of no less importance. A country ruined by war requires rebuilding. People are waiting for a roof over their heads, for jobs at factories, and for the end of starvation rations. So, from my family farm, I set out to help with rebuilding the country for the future of all of us. Okay. Also Bewegung WASD. Das kannst du durch das Drücken von H oder durch Auswahl des Spielratgebers im Infomenü-Tab aufrufen. Ich glaube, ich muss die Mausgeschwindigkeit ein kleines bisschen runterstellen. Wow. Ja, so ist besser. Was ist denn hier? Ich habe schon einen Stein in der Hand. Okay, die verfügbaren Ziele werden in der oberen linken Ecke des Bildschirms angezeigt. Du kannst zwischen den Zielkategorien wechseln, indem du U drückst. Die komplette Zielliste mit detaillierten Beschreibungen findest du im Tagebuch, das du im Infomenü-Tab oder durch Drücken von J öffnen kannst. Um ein Level zu beenden, musst du alle Hauptziele abschließen. Das Abschließen von Neben- und Extrazielen erhöht deine Endpunktzahl und gibt dir mehr Fähigkeitspunkte. Okay, Hauptziel. Sammle Rohstoffe 31. Wo kommt denn dieser Stein her? Drücke Steuerung, um die Objekte zu markieren, die du mit deinen Händen oder dem ausgewählten Werkzeug bearbeiten kannst. Um diese Fähigkeit erneut einzusetzen, musst du warten, bis die Wartezeit abgelaufen ist. Sie wird durch das Symbol in der unteren linken Ecke des Bildschirms angezeigt. Beachte, dass je nach ausgewähltem Werkzeug andere Objekte hervorgehoben werden. Sammelbare Rohstoffe werden nicht hervorgehoben, wenn sie nicht in die Tasche passen. Okay, A mit F. Da unten sieht man die Zeit ablaufen. Containerabfalltrennung. In den Containern können die gesammelten Rohstoffe gelagert werden. Es gibt 4 Container, jeder für ein anderes Rohmaterial. Also Steine, Holz, was? Rubble und Metall.
Geh zum Container und drücke linke Maustaste, um den entsprechenden Rohstoff hineinzuwerfen. Drücke rechte Maustaste, um den Rohstoff aus dem Behälter zurück in die Tasche aufzunehmen. Dieser schwebende Stein stört mich irgendwie, den ich da in der Hand habe. Nicht genug Platz, okay. Ach, aber die Holzfässer, die Metallfässer konnte ich noch mitnehmen. Montiere eine neue Dachrinne. Was ID-Brenner, um zu schneiden? Setze N ein, okay. Wir gehen mal näher ran. Um das Werkzeug auszuwählen, öffne das Werkzeugmenü, indem du Alt drückst oder das Mausrad gedrückt hältst. Bewege das Mausrad, um die Werkzeuge außerhalb des Werkzeugmenüs zu wechseln. Ziele auf interaktive Objekte, um das Symbol des für die Interaktion erforderlichen Werkzeugs zu sehen. Schneidbrenner. Ah, okay, das heißt wahrscheinlich Schneidbrenner. Falsche Schnittposition, das hier wahrscheinlich. Okay. Ach so, das ist das ausgewählte Material, was ich in der Hand habe. Okay. Ah, jetzt ist klar, woher der Stein kommt. Säubere den alten Brunnen und einen neuen bauen. Also nehmen wir jetzt wieder alles mit, was hier so rumliegt. Trümmer heißt Rubble, okay. Nicht genug Holz. Dann müssen wir uns wahrscheinlich hier was holen. Ne? Können dann hier bauen. Schon wieder kein Holz mehr. Steht gar nicht, wie viel Holz ich brauche, ne? Also ich habe 10 im Inventar. Jetzt habe ich 11. Reicht trotzdem nicht. Hier noch irgendwo was? Kaufe oder fertige ein neues Dach für den Brunnen. Werkstatt kaufen und herstellen. In der Werkstatt kannst du Gegenstände mit der Konstruktionsfähigkeit kaufen oder sie aus Rohstoffen herstellen. Um das Werkstattmenü zu öffnen, geh zur Werkstatt und drücke F. Im Werkzeugbereich befinden sich Gegenstände, die beim Wiederaufbau hilfreich sein können, wie zum Beispiel Leitern. Im Baumaterialbereich befinden sich die Gegenstände, die für fortgeschrittene Reparaturen benötigt werden, wie zum Beispiel Dachabdeckung. In anderen Reitern findest du dekorative Gegenstände, die du auf dem Level platzieren kannst. Okay. Dachdeckung. Was ist denn das? Achso, kann ich mir verschiedene Bilder angucken. Glückwunsch, du hast alle Hauptaufgaben erledigt. Dein Punktestand 5 Sterne. Du kannst das Spiel fortsetzen, um deinen Punktestand zu verbessern oder das Level beenden. Gut, ich denke mal, dadurch, dass es das Tutorial war, ist es
brauchen wir uns jetzt nicht weiter zu spielen. Ich würde es mal beenden. Und dann gucken wir uns einfach mal die erste Stadt an. So, Bahnhof Gimbert. Auf dem Weg nach London, um beim Wiederaufbau der Stadt zu helfen, wurde dein Zeug zu einem unerwarteten Zwischenstopp, der Zug zu einem unerwarteten Zwischenstopp gezwungen. Der Bahnhof in der Stadt Gimbert liegt in Trümmern, obwohl der Krieg dieses Gebiet nicht erreicht hat. Überprüfe, was hier passiert ist und räume die Gleise frei, um deine Reise in die Hauptstadt fortzusetzen. So, willkommen auf der Gimbert-Station. Der Gimberter Bahnhof und seine Umgebung sind beschädigt worden, obwohl das Dorf nicht Ziel von Luftangriffen war. Vielleicht ist hier zufällig eine Bombe gefallen. Oder vielleicht gab es eine Explosion in einem Munitionstransport. Hoffen wir, dass es keine Verletzten gab. Dieser Level ist inspiriert von den tragischen Ereignissen der Eisenbahnkatastrophe von Soham, die sich am 2. Juni 1944 ereignete. Okay, Aufgaben. Klar, finden wir raus. Also. Hauptziele. Räume die Gleise. 0 von 82. Befestige die Wand des Bahnhofs. Baue ein neues Vordach. Befestige das Dach der Station. Befestige die beschädigten Gleise. Okay. Schon mal auf die Ziegelsteine. Die können wir erstmal da hinsetzen. Im Zug ist nichts mehr da. Okay, das kennen wir schon. Aus dem Tutorial eben. Oh, da steckt eine Bombe. Sprengstoffe. In den Ruinen findet man manchmal Reste von Sprengstoff. Du kannst sie loswerden, indem du die Sprengmeister gegen eine Gebühr rufst oder indem du sie selbst entschärfst. Du musst alle Drähte durchtrennen. Wenn du den Schalter auf der linken Seite des Kabels einschaltest, geht das Licht oben an. Wenn das Licht rot leuchtet, musst du auf den Knopf drücken. Musst du den Knopf auf der rechten Seite des Kabels einstellen, bis das Licht grün wird. Wenn das Licht grün leuchtet, kannst du das Kabel durchschneiden. Jedes Mal, wenn es dir nicht gelingt, die Bombe zu entschärfen, steigt die Gebühr für den Sprengmeister. Ich würde sagen, wir probieren es einfach mal. So. Okay. Der Richtung. Ach, da hinten sind die Trümmer. Okay. Dann gehen wir da einfach mal in die Richtung. Ich dachte, man sieht vielleicht die Flugzeuge. So, ich lasse es mal kurz das da, was ich schon habe.
Okay, Hammerzerstörungswerkzeug. Manche Gegenstände sind zu groß, um sie aufzuheben. Sie müssen mit dem Hammer in kleinere Stücke zerschlagen werden. Wähle das Hammerwerkzeug und benutze es, indem du mit linke Maustaste auf ein zerstörbares Objekt klickst. Dadurch werden viele kleinere Rohstoffobjekte erzeugt, die leicht aufgesammelt werden können. Schneidbrenner. Große Metallgegenstände müssen in kleine Stücke geschnitten werden, bevor man sie einsammeln kann. Wähle den Schneidbrenner und verwende ihn, indem du linke Maustaste auf den Verbindungen des zu schneidenden Objekts hältst. Man muss alle Segmente einer Verbindung schneiden, bis sie zu verblassen beginnen. Die kleinen abgeschnittenen Teile des Objekts lassen sich leicht aufsammeln. Achso. Ich vermute, die Schienen müssen wir dann hier abtrennen mit dem Schneidbrenner. Die hier so nach oben gebogen sind. Aber räumen wir erstmal kurz die Trümmer weg. So, hier ist noch was. Achso, wir sind doch voll. Dann würde ich sagen, räumen wir erstmal kurz weg. Jetzt können wir erstmal den okay, hier unten sind diese. Sieht man ganz gut, wo man es abtrennen muss. Achso, jetzt habe ich schon wieder keinen Platz mehr. Ja, kann es noch abschneiden, aber das war's dann auch. Okay, dann muss ich es mal wieder ablegen. Würde mich mal interessieren, ob man dann irgendwie noch so Skills bekommt, wo man einfach sein Inventar erweitern kann, dass man mehr tragen kann oder dass man schneller schweißen kann oder irgendwie sowas. Ich glaube, ein bisschen lauter kann ich es machen. Vorhin den Ton ein bisschen runtergestellt. Was es sich aber offenbar gar nicht gemerkt hat. Aber es ist wirklich sehr leise, die Musik. Oh. Und schon wieder voll. Hm. Okay, also sprinten kann man offenbar, zumindest mit Shift nicht. Okay, hier brauchen wir Trümmer. Einen ganzen Haufen. Dann bringe ich erstmal Metall weg, hole Trümmer. Und dann können wir da die Bahnschwellen wieder aufbauen. Also Metall weg, Trümmer holen. Oh, mehr habe ich gar nicht. 36. Auch noch Zeug rum. Na, dann müssen wir gleich noch mal ein paar Trümmer suchen.
Das hier ist in Ordnung. Diese verkohlten Stücken. Aber hier ist auch keine Stelle zum Schweißen, die jetzt irgendwie hervorgehoben wäre. Okay. Alter. Dass man nur 20 Metall tragen kann, ist ein bisschen nervig. Hängt da oben ein Vogel in der Luft fest. Da steht irgendein Schatten rum. Ist hier noch, da drüben sind noch. Das ist aber auch alles Metall. Ah, hier. Krieg ich mal noch ein paar Trümmer her. Ist hier nicht gerade irgendwas rumgeflogen? Ist es das gleiche? Ja, ich habe nur einen Inventar, ne? Einen Schrott in der Tür. Hör doch auf, da mal dagegen zu klopfen. So, dann nehmen wir erstmal hier auf der Seite alles mit. Metall ist wieder voll. Na komm. Oh. Holz habe ich auch schon voll. Ey, ist das hier überhaupt. Ist das überhaupt weg? Die Pflanzen kann ich auch einsammeln. Okay. Jetzt habe ich genug Trümmer wahrscheinlich, um da hinten die Bahnschwellen erstmal wieder zu bauen. Metall brauche ich dafür. Schon wieder keinen Platz mehr. Was sammle ich? Nein. Also das Gras sammle ich ein Jahr, aber was gibt mir das an Rohstoffen? Huch. Bauen von Gebäuden. Neue Bauwerke können an den Stellen errichtet werden, mit dem gelben Symbol, die mit dem gelben Symbol gekennzeichnet sind. Mhm. Geh zum gelben Schild und drücke F, um das Gebäudemenü zu öffnen und den Entwurf auszuwählen, den du bauen möchtest. Du musst die Baustelle räumen, bevor du den Entwurf platzierst. Das Entfernen der Baustelle bedeutet nicht, dass das Gebäude entfernt wird.
Es entfernt das Schild und ermöglicht es dir, Dekorationen in diesem Bereich zu platzieren. Ah ja. Sieht zwar ein bisschen anders aus als auf dem Bild eben. Okay. Dann muss ich jetzt mal kurz hoch. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Wir brauchten noch Metall. Das Holz. Ja, Metall. Egal, wir haben da oben so einen Stern und so weiter. Also Stern und Plus. Ah, okay. Mehr Hauptziele, Nebenziele. Silber die Wand, repariere die Dach in extra Ziele, Silber den Bereich, dekoriere den Bereich. Okay. Was heißt säubern? Können wir hier auch Reinigungsbürste? Können wir das hier sauber machen? Nee. Bürste. Sieht aus wie so eine Farbrolle eher. Na gut. Kommt vielleicht gleich noch. Okay, Gleise sind wieder repariert. Das heißt, wir räumen jetzt noch schnell die Trümmer weg. Huch. Packen die dann hier rein. Und ein bisschen Holz. Ach, das steht Metallschrott, okay. Und dann kommt's weg. Ist auch Metallschrott. Also offenbar muss erstmal alles weg, bevor man es dann wieder umsetzt. Okay. Baustellenmanagement. Überlege nun, was du tun willst. Als erstes musst du etwas bauen. Du kannst zwischen einer Vielzahl von Gebäuden und Plätzen wählen. Wenn du mit deinen Werken zufrieden bist, entferne die Baustelle, um die Platzierung von Gegenständen aus dem Laden freizuschalten. Beginne mit dem Bau. Okay. Ah, okay. Okay. Okay, das ist die einfachste Variante. Das ist schon ein bisschen aufwendiger und hier wird das Ganze mit Wänden, also eine richtige Halle. Weiß ich nicht, ob das Sinn macht, weil wir da drüben auch sowas haben. Ich glaube, ich würde mal sowas bauen hier. Okay, heißt, wir brauchen jetzt einen Haufen Metallschrott erstmal wieder.
Ne? So, mal das. Wahrscheinlich macht es dann irgendwann tatsächlich Sinn, sich mal eine Leiter zu bauen. Die Gebäude dann größer werden, höher werden. Dass man einfach besser rankommt. Noch ein Teil? Nee. War hier nicht auch irgendwo eine Treppe vorhin? Wenigstens baut er das ganze Ding immer nach hinten. Also, dass man nicht hier noch 1000 Stücke hat, die man da platzieren muss. Bin ich mal gespannt, ob ich wieder. Die Dachplatten erst in der Werkstatt bauen muss. Oh, ich habe keinen Metallschrott mehr. Müssen wir das hier vorne auch noch zerlegen? Vogel kann ich nicht mehr. Oben hängt die Dachrinne weg. Autsch. Ist die einfach zu Ende? Okay, das war auch ein Ziel. Bei den Nebenzielen. Säubere die Wand. Okay. Sind noch laufen so Info-Dinger.
Okay. Oh, damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Es tut mir ein bisschen leid jetzt. Ja, mit der Bürste kriegt man es wieder weg. Abschluss des Levels. Nachdem du alle Hauptziele abgeschlossen hast, wirst du gefragt, ob du das Spiel auf dem aktuellen Level beenden oder es fortsetzen möchtest. Wenn du dich entscheidest, das Spiel zu beenden, werden alle gefüllten Gebietsqualitätssterne in neue Fähigkeitspunkte umgetauscht und das nächste Level wird freigeschaltet. Wenn du weiterspielst, kannst du die verbleibenden Neben- und Zusatzziele abschließen, um deinen Punktestand zu verbessern. Du kannst das Spiel dann selbst beenden, indem du F drückst, während du auf das Telefon zielst. Okay. Ziegelmauer. Manchmal muss man eine neue Mauer anstelle der zerstörten bauen, Stein für Stein. Okay. Wähle das Ziegelwerkzeug, halte linke Maustaste gedrückt, ziele auf die gelb transparenten Bereiche. Fensterlöcher werden automatisch übersprungen. Wenn es nötig ist, kannst du, nachdem du die Wand gebaut hast, das Spachtelwerkzeug auswählen und die linke Maustaste gedrückt halten, um die Wand zu verputzen. Zum Schluss füge die Fenster mit dem Holzwerkzeug ein. Okay. Dann gucken wir gleich mal. Vogel ist gefährlich, da rumzusitzen. Achso, hier die Wand muss ich sauber machen. Reinigungsbürste. Manche Wände sind so schmutzig, dass man die interessanten Gegenstände darauf nicht mehr sehen kann. Es sei denn, man benutzt die Reinigungsbürste. Geh zur verschmutzten Wand und wähle die Reinigungsbürste. Halte die Maustaste gedrückt und bewege die Maus, während du auf die verschmutzten Bereiche zeigst, bis du sie gereinigt hast. Auf diese Weise kannst du verschiedene Poster und andere Grafiken finden. Fertig ist. Saubere den Bereich. Okay. Dafür haben wir keinen Platz mehr. Achso, das ist die Wand, die müssen wir wahrscheinlich kaputt machen und neu aufbauen. Okay, einsammeln kann man da nichts. Ziegelsteine hatte ich am Anfang aus dem Dings rausgenommen, aus dem aus dem Waggon. Die waren ja im Zug drin. Okay, ich liefere erstmal ganz kurz ab. Oh, da steht doch einer. Okay. Vielleicht bevor wir das machen, wir haben jetzt wieder ein bisschen Metall. Bauen wir erstmal drüben fertig. Dass wir nicht zig Baustellen gleichzeitig anfangen. Ups. Das brauche ich. Ach, hier brauche ich auch Ziegelsteine. Okay.
Okay. Na. Holz brauchen wir hier wieder. Achso, ich kann nur 20 Holz tragen, okay. Hab ich? Okay. Vordach abgeschlossen. Dann würde ich sagen, bauen wir hier die Mauer wieder hoch. Okay. Das geht aber schnell zu mauern. Hab ich keine Ziegelsteine mehr. Das ist schlecht. Hätte ich da drüben vielleicht nichts nehmen sollen, wo ich Ziegelsteine brauche. So. Jetzt nicht weiter, was ist denn hier kaputt? Mhm. Ein bisschen reparieren hier. Reparatur mit Rohstoffen. Transparentgelbe Bereiche können mit Rohstoffen gefüllt werden. Wähle den passenden Rohstoff aus, zum Beispiel Holz, um eine Holztreppe zu reparieren. Verwende den ausgewählten Rohstoff, um die leeren Stellen zu füllen, indem du mit linker Maustaste auf die Stelle drückst. Hinweis: Du musst eine ausreichende Menge des benötigten Rohstoffs in der Tasche haben. Okay. Okay. Achso, müssen wir das mal entfernen natürlich. Das alte kaputte. Ich hoffe, dass wir noch mal irgendwo Bricks kriegen. Platzieren von Artikeln, Gegenständen, die in der Werkstatt gekauft oder hergestellt. Die in der Werkstatt gekauft oder hergestellt wurden, können auf dem Level platziert werden. Nachdem du einen Gegenstand in der Werkstatt erhalten hast, siehst du ihn in einem der Slots in deinem Balken unten am Rand des Bildschirms. Du kannst das Objekt aus dem Balken auswählen, indem du die Nummerntaste drückst, die dem Slot zugewiesen ist. Nachdem du das Objekt ausgewählt hast, kannst du es auf der Oberfläche platzieren, indem du linke Maustaste drückst. Okay. Holz sammeln. Okay, hier kann ich jetzt erstmal nichts weiter dran machen, wie es aussieht. Doch hier, was auch immer das war. Aber wahrscheinlich wieder irgendwas kaputt. Was ist das? 816, this is Gilbert. Say again. My God. We'll call the fire brigade. Do anything you can to detach the carriage with the. What do you mean by civilians? The schedule says it's supposed to be a military transport. What? That's against every possible procedure. God help us.
Okay, das ist im Prinzip wieder vor dem Angriff jetzt. Da hinten wird ein Zug angefahren. Oh, oh, oh. Ah, okay. Der hat einen Waggon verloren. Konnte ich die eben auch schon aufsammeln? Derzeit nicht verfügbar. So, die Frage ist, wo kriege ich jetzt Bricks her? Kann ich die nochmal im Laden kaufen? Da sind da hinten nochmal welche gespawnt. Befestige die Wand des Bahnhofs, befestige das Dach der Station. Denn hier ist jetzt nichts mehr drin. Da waren am Anfang einige Bricks drin. Das kann ich nochmal mitnehmen. Ich kann das Gebäude einfach abreißen, um drüben neues zu bauen. Neues drüber pumpen. Ah ne, das scheint aber richtig so zu sein. Hier war nur die Bombe, die nicht explodiert war. Oder gibt es hier nochmal irgendwo? Ey, kann man noch rumlaufen? Gibt es hier noch irgendwo? Vielleicht Bricks? Muss ich das da oben auch noch säubern? Ach, was haben wir denn hier? Es steht noch ein Waggon rum. Hier kann ich auch hochlaufen einfach. Okay. Gut zu wissen. Was war das gerade? Hier war doch gerade irgendwas gelb markiert. Im Prinzip steht ja noch das Schild da von der Construction Site. Vielleicht na komm, hüpf doch jetzt hier hoch. Wenn ich nämlich sowas baue, vielleicht braucht es deutlich weniger. Steht hier was dabei, was das braucht? Achso, es bringt mir aber weniger Punkte, oder was? Na gut, vielleicht finde ich noch irgendwo ein paar Bricks, die ich nutzen kann, um die Mauer da wieder hochzuziehen.
schon wieder voll. Ich glaube, ich musste wirklich mal eine Leiter bauen, um da hochzukommen. Drin messen alles auf einer Linie ab und dann noch die anderen. Die quer dazu sind. Oder senkrecht draufstehen. Okay, so, jetzt hängt das hier noch in der Luft. Holz habe ich auch relativ viel. Kann ich eigentlich auch mal abliefern. 172, vielleicht kann man auch noch Sachen verkaufen und wieder andere Rohstoffe kaufen. Muss ich gleich mal gucken. Ich glaube, irgendwie sowas ging in der Werkstatt. Und ich meine, sowas gewesen zu haben vorhin. Ladungsverzeichnis habe ich gefunden. Was ist da oben eigentlich für weiße Striche? Zeigt es irgendwie so ein bisschen die Richtung an, die ich gucke oder laufe. Dass ich weiß, wo die Mitte vom Bildschirm ist. Dass ich weiß, okay, jetzt laufe ich auf die 2 zu oder so. So. Mit der Wirkung hier unten auch abgebaut. Ups, geht's hier noch weiter irgendwie? Nee, das war's hier. Alles klar. Drüben war ja auch nichts weiter.
immer noch zerstörte Gebäude. Muss ich gleich mal gucken, was er mir noch zu erzählen hat hier. Oskar, der Bahnhofsarbeiter. Es gibt einen großen Vorrat an Ziegelsteinen im Lager des Turms, wenn ich mich richtig erinnere. Der Stationsleiter hat die Tür im Erdgeschoss von innen abgeschlossen. Okay. Das heißt, wir müssen einfach mal von oben reinhüpfen. Ah, hier sind die Bricks. Wir bauten hier so einen Pfosten direkt vor die Tür. Oh, das ist da. Kann man das nicht ein Stückchen weiter rausziehen und die Türen anders setzen? Na gut, wenn man so ein ganzes Gebäude wieder aufbauen muss, ist man ganz weiter beschäftigt. Nur hohe Fenster hier. Aber noch komme ich ran hier. Springen ist doch irgendwie ein bisschen unnatürlich. Beziehungsweise das Springen an sich nicht, aber dass ich dann in der Luft ich dann so seitlich drücke, dass ich mich dann auch so bewegen kann. Ah, okay. Also, man startet dann ungerichtlich los noch hier. Dass man da, man hüpft. Und dann drückt man erst in eine Richtung und bewegt sich ja noch übelst weit. Das ist ein bisschen strange. Irgendwie deckt es gerade ein bisschen. Seitdem ich die Wand jetzt fertig habe. Okay, ich
vermute, da brauche ich tatsächlich meine Leiter, um da hochzukommen. Befestige das Dach der Station, fehlt mir noch. Was habe ich ansonsten? Nebenziele habe ich alle. Dekoriere den Bereich. Straßenschmuck. Pflanzen. Okay. Beleuchtung, Elektrizität. Brandschutzkasten. Ah, sehe ich die Qualität. Kerzenleuchter. Also Pflanzen scheinen ganz gut zu gehen. UK-Flagge auf jeden Fall. Und eine Straßenuhr. Eine Uhr haben wir schon. Ach, verkaufen kann ich nichts. Okay. Werkzeuge, eine Holzleiter. Die kosten nicht mehr was. Sehr gut. Ja. Genau. Ist aber ein bisschen klein. Komm ich hier irgendwie durch? Durch diesen Stoff? Ich gibt's hier hinter einer Treppe. Ich muss dann wieder hochkommen. Ich muss ja auch da zu diesem Ausrufezeichen, weil das ist halt über eine kommende. Vielleicht muss ich die Leiter hier hinstellen, um da hochzukommen. Kann ich die hier oben draufstellen? Jetzt kann ich die Leiter nicht mehr auf den Zug stellen. Was ist da los? Ich über die Uhr da hoch. Ja. Also Leiter ist völlig überbewertet. Einfach über die Bahnhofsuhr springen. Baumaterialien. Einige Objekte müssen vollständig durch Gegenstände ersetzt werden, die auf der Karte Baumaterialien in der Werkstatt verfügbar sind. Kaufe das benötigte Baumaterial in der Werkstatt oder stelle es selbst her. Dann kannst du es an der passenden Stelle einsetzen, indem du F drückst. Du musst das Baumaterial nicht auswählen, um es zu verwenden. Mhm. Nicht genug Rohstoffe. Wer legt denn hier oben einen Brief hin? Okay, hier lässt er mich nicht hin. Wahrscheinlich, damit ich nicht wieder aus Versehen irgendwelche Vögel töte. Fußboden geht so nicht.
Okay, ich setze also erst die schrägen Balken, bevor ich den Balken unten drunter baue. Moin, Björn. Ja, ich habe mal bei Steam geguckt und da gibt es aktuell so eine Aktion, wo irgendwelche Demos beworben werden. Dachte ich, brauche ich eins, zwei wahrscheinlich. Da habe ich die hier gefunden. Dachdeckung. Herstellen, okay. So kann ich es einfach so herstellen. Das da wollte ich herstellen, verdammte Axt. Na gut, dann gibt es gleich noch ein paar mehr Uhren. Ich muss ja sowieso noch dekorieren. Abschließen ist das. Okay. Herstellen. Perfekt. Das Gebäude steht wieder. So, wir haben Hauptziele. Hochzauberquartier an. Wir müssen jetzt noch irgendwas dekorieren. So, das heißt, wir bauen jetzt noch, da hängt schon eine Uhr. Ich sage, bauen wir hier noch eine hin. Das zählt nicht mal als Deko, oder was? Alter, hüpf doch da hoch immer. Hier irgendwie ran. Erstmal Baustelle beseitigen. So. Hier können wir keine Uhr ransetzen. Na. Setze jetzt das blöde Mistding. Das zählt nicht als Dekoration offenbar. Müssen wir mal gucken, was Dekoration ist. Straßenschmuck ist keine Dekoration, okay. Kann ich auch craften, das Zeug. Prozent Deko war das jetzt. Ach du Scheiße. Hier nochmal. Da. Wie viel habe ich noch? Zwei habe ich noch. Okay. So, haben jetzt 30% Deko. Na gut, da müssen wir wahrscheinlich noch ein paar Bänke und so einen Kram setzen. Kriegen wir hin. Hier drinnen kann ich ja wahrscheinlich auch noch. Obwohl, das ist halt noch so baustellenmäßig hier. Beleuchtung und Elektrizität. Na klar, brauchen wir eine Telefonzelle. Telefonzelle ist keine Deko, oder was? Wow. Aber es kann nicht sein, dass nur Pflanzen als Deko zählen, oder? Das ist auch keine Deko. Was ist denn das sonst? Dekoriere den Bereich. Hm.
die Bänke zählen. Okay. Davon kann man ein paar setzen. Setze ich hier drüben vor die Bäume auch noch ein paar Bänke. Wäre ein bisschen schöner, wenn es irgendwie so ein Raster geben würde, woran man das ausrichten kann. Naja, was soll's. Pfosten, Metallregal. Briefkasten. Dann setzen wir mal einen Briefkasten hin, der auch nicht als Deko zählt. Holzbänke. Das sind noch ganz andere Bänke. Ach ja. Löwenstatue. Isolationsschacht. Mülleimer. Markisen. Dann bauen wir nochmal so eine Markise. Hier ein Zugrand. Nee. Kann ich die überhaupt irgendwo setzen, die Markise? Ja, hier. Genau. Macht auf jeden Fall Sinn. Zählt aber auch nicht als Deko. Aber damit das wenigstens gleich aussieht, würde ich jetzt hier über die anderen Fenster noch was setzen. Dann können wir da auch ein paar Bänke davor stellen. Kosten 40, Betonbank 50. Die kosten, die bequeme Bank sind 60, okay. Stellen wir nochmal drei Stück hin. Ach, jetzt zählt es aber auch nicht mehr als Deko, oder was? Oder habe ich schon zu viele solche Bänke? Dekoriere den Bereich. Vielleicht muss ich aber von allem ein bisschen was setzen. Gibt es auch einen Holztisch, Holzbank. Habe ich kein Holz mehr? Oh, ich habe kein Holz mehr. Schön. Zählt auch nicht als Deko. Mann, Mann, Mann. Was brauchte ich für die Pflanzen? Ziegel und Trümmer habe ich noch ein bisschen was. Und Holz brauche ich dafür auch noch. Ah. Für den Topf wahrscheinlich. Brauche ich überall ein Holz. Verdammte Axt. Brandschutzkasten. Was ist denn hier mit der Deko? Warum geht denn das nicht weiter hoch? Was ist das für ein Quatsch?
jetzt ja mal säubere den Bereich, habe ich ja fertig. Ich hatte vorhin hier noch was gesehen, ich weiß nicht, ob man das noch entfernen kann. Was hier in der Brücke ist? Nee. Schließt sich mir noch nicht so richtig, was ich hier jetzt noch. Ach, es gibt auch ein Baugerüst. Okay. Straßenschmuck, Metallregale. Ich baue jetzt einfach noch zwei Löwenstatuen hier irgendwie auf, oben aufs Dach. Da hoch. Ja, nochmal. Was? Ich kann keine Löwenstatuen, keine massiven aufs Dach setzen. Was ist da los? Ihr wollt mir jetzt erzählen, dass das keine Deko ist. Was ist sonst? Oder muss ich hier unten noch was dekorieren? Kann ich da noch mal Holz kaufen? Pflanzen. Und was habe ich jetzt nicht mehr? Trümmer habe ich nicht mehr. Na egal. Da unten kann ich gar keine hinsetzen. Geh doch bitte da hoch. Und da kann ich auch keine sitzen. Vier Stück habe ich noch. So, können wir erstmal dazwischen sitzen. Jetzt mache ich nochmal einen hin. Das zählt natürlich auch nicht mehr als Deko. Dann weiß ich es aber echt auch nicht mehr, was ich noch an Deko setzen soll. Oder ist die Deko zu nah beieinander? Oder was ist denn das Problem mit der Deko gerade hier? Geht's jetzt auch nicht. Keine Ahnung, was das Problem ist. So, Pfosten haben wir nicht gesetzt. Machen wir hier noch irgendwo, was ich mal hier Pfosten nehmen jetzt. Zählt auch nicht als Deko. Eine Straßenlaterne. Ist ein bisschen klein, ne? Dann hier noch einen Pfosten unten runterbauen. Jetzt ist noch ein Mülleimer hin, irgendwo. Also die Straßenlaterne kann ich nur auf den Boden setzen. Was ist das für ein Quatsch?
Wow. Und die zählt natürlich als Deko. Sehr gut. Dann brauchen wir noch ein paar davon. Vielleicht sollte man die bauen. Statt die rumstehen. Warum ich die hier nicht setzen kann. So. Dann bauen wir nochmal. Ganz kurz, dann sage ich das Ding nochmal ein hier. Kann ich die nochmal verkaufen? Ach, jetzt hat sie plötzlich doch gezählt, oder was? Quatsch. Okay. Gesamter Fortschritt 92. Also ruft das Hauptquartier an, das fehlt noch. Prozent. Beenden. Kann man sich doch mal angucken, was ich verbrochen habe. Wahrscheinlich darf man nicht zu viel von einer Kategorie setzen. Okay. So wie es aussieht, haben wir die Demo durchgespielt.